Das Wichser Mundwinkel. Na, hat er wieder daneben gespritzt oder was? Du weißt schon, dass du so ein Patty am besten auf dem Grill machst. Ich hätte einen Grill. Will ich jetzt aber nicht. Nee, da musst du den erst wieder aus dem Keller holen. Nee, der steht ja hier eigentlich, aber. Das bringt sowieso nichts, das ist ein Elektrogrill. Ja, das stimmt. Weißt du? Immer ganz im Ernst, wenn ich mal auf Elektrogrill mache, kann ich es auch in der Pfanne machen, macht keinen Unterschied. Das muss schon ein Holzkohlegrill. Ja, und uns macht das, weißt du, diesen rauchigen Geschmack kriegst du ja gar nicht mit einem Elektrogrill. Also. Meine Meinung zu, dieses Mal, Black Angus Burger Patties von Butchers by Penny, feinstes irisches Rindfleisch für 1,99, zwei Patties, 250 Gramm im Angebot. Kosten nur 2,50, also Hudelbu, Schafuddelbu, oder Fotzenbruch, Himmelarsch und Fotzenbruch, auf dem Grill in der Pfanne. Tiefgefrorenen Hamburger 6 bis 8 Minuten mit etwa 1 Esslöffel Öl bei mittlerer Hitze unter mehrmaligen Wänden braten. Was noch nicht mit meiner Zwiebel da? Nein, ich habe keine Zwiebel heute da. Halt Sonntag kriege ich jetzt auch keine. Kommt halt doppelt so viel Röstzwiebel drauf. Also, wir machen uns einen Burger. Ich habe jetzt hier eine Pfanne. Lass mal kurz heiß werden. Ich habe jetzt hier schon Gürkchen und Tomätchen geschnitten. Brauche ich das vorher mal? Ist es nicht passiert? Oh doch. Oh nein, oh nein, oh nein. Wenn Schwester das Video sieht, bringt die mich um. Oh nein, oh nein. Sind die Eier runtergefallen? Ja, ja, aufgeplatzt. Oh Gott. Oh oh. Scheiße. Scheiße! Es hat nur zwei Eier erwischt, aber nicht richtig. Oh nein, da liegt auch noch eins. Bist du auch kaputt? Oh nein, da sind drei Wachteleier kaputt gegangen. Oh oh. Jetzt muss ich erstmal in meinen Boden gehen. Kannst du eigentlich auch mal ein Kochvideo aufzeichnen, in dem du nicht putzen musst? Fick dich. Mann. Ich bin natürlich auch hier unten hingefahren. Das heißt, ich kann mit dem auch noch durchgehen. Ich meine, ich sehe kein Dreck, aber Vorsichtshalber, man kennt das ja. Übrigens, was? Ich hab's gar nicht erzählt. Was hast du mir erzählt? Wenn du eine ganz komplett frische neue Installation von Windows 11 machst, haben sie jetzt auch was geändert. Das haben sie sich auch bei Linux abgeguckt. Kurz bevor das erste Mal auf dem Desktop gestartet wird, kriegst du so ein Infobildschirm, was alles neu ist bei Windows 11 und in der Zeit werden schon sämtliche Updates installiert. Das mache ich jetzt bei Windows 10 auch. Da habe ich auch gedacht, nee, normal ist bei Windows 10 und musst dann erstmal bei einem Windows Update gehen oder so. Nee, nee. Das ist es ja gerade. Ich hatte gestern Windows 10 installiert mit dem aktuellsten Media Creation Tool und da macht er das genauso. Da hatte ich das WLAN verbunden gehabt, gerade eben. Und als das WLAN verbunden war und ich gerade gefragt wurde nach Stifteingabe etc., hatte der schon die Grafikkarte installiert. So. Oh! Natürlich! Natürlich! Doch nicht einzeln. So sehen die Dinger aus. Viel verspreche ich jetzt nicht. Ja, Gefrierbohr. Sieht schon wieder aus, als wäre das so eine ledrige Angelegenheit hier. Übersichtlich die Frage, ob man das Medium leer haben will. Ja. Ein Esslöffel Öl, ja, da wollen wir doch auch mal eine Anleitung, ne? Ein Esslöffel Öl. Bei mittlerer Hitze, sollten wir eigentlich haben. Da müssen wir den langen Bottich hier. So, drehen das mal kurz um.
mittlerer Hitze. Das ist gerade ein bisschen schwierig. So, dann können wir den anderen eigentlich wieder zurückwerfen. Das Pappe können wir uns natürlich sparen, aber den tun wir mal weg. Brauch jetzt nicht zwei. Können wir zwei reinmachen, aber so machen wir aber ja auch nicht um 10 Uhr morgens. So. Also wir haben. Ein Patty hier, da brauchen wir noch einen Burger mit Öl. Ein Burgerbrötchen. Ich glaube, die sind sogar vorgeschnitten, ne? Eigentlich sind die vorgeschnitten. Eigentlich. Aber das mit den Vorgeschnittenen, das ist auch immer so ein Thema. Das ist so ein leidiges. Mit vorgeschnittenen Gedöns. Auch so ein leidiges Thema. Das ist ja immer so vorgeritzt. Man meist so, dass das nichts bringt. Ja, das ist jetzt gut, das ist jetzt schon besser. Ja, mittlere Hitze, einmal Lüftung an hier. Richtig hinten, richtig hart in den Arsch. Was auch, Fucker Jones. Einmal Stoff für die Rötchen. Na? Fuß mal weg. Einmal ein bisschen Stoff fürs Brötchen hier. Also, wir haben Gürkchen, wir haben Tomate. Ja! Ich freue mich so auf den ersten Bissen, wenn dann ist der Fleischkacke. Irgendwas hier. Ist ja immer irgendwas, ne? 6 bis 8 Minuten? Naja. Braucht der ja eine Zeit, ne? Ich werde schon nicht verhungern. Ah, du holst dich schon wieder einen runter? Du holst den ISO runter? Ekelhaft. So. Dann brauchen wir natürlich noch feinsten Käse. Eine schöne Schmelzkäse mit Käse. So, was wollen wir uns denn noch auf dem Burger machen? Ein bisschen Sünzchen, ne? Also. Ja, was machen wir denn drauf? Wir sagen, Ketchup, Senf. Hundehaare. Ja. Jetzt haben wir die Eier sicher mehr. Gehen wir mal ein Kilometer kaputt. Ein Kittler. Kettung sind diese? Ja. Meinst du Mayonnaise auch nicht drauf? Also auf eine klassische Mayonnaise geht es schon vorbei. Aber das ist ja deine Geschmackssache. Ja, wo haben wir denn die Mayonnaise? Ich würde zum Beispiel bei meinen Burger den Senf wegen lassen, aber das ist eine Geschmackssache. Ja, ich glaube, die Mayonnaise war leer. Sonnenscheiße! Hast du zwei Löffel drin? Ja. Oh, nö. Ach. Ihr habt hier noch ein Kennzeichen drin. Ja. Es ist so fein, fein. Oh, schön. Meine Mädel da dabei. Ja. Fein. So. Einmal. Boah, Alter. Alter. Fotze, ey. Guck mal,
Da die haben Spritzen dran. Das sieht schon wieder aus wie so eine Lederveranstaltung. Wir haben hier feinstes Black English Beef für 1,99 250 Gramm. Man nennt ihn den Mongoloid-Burger. Das ist ja ein Wichsrede. Schwein rein, schön dazu. Ja, mal aus hier. Ja. Ja, vom Quark dazu, nicht von der Urwärmung, ey. War sein, ich hab am Dampfen, ey. Ja, Käse, Tomate-Gurke-Mix. Ja,
für ein Pitti raus, ey. Fängt an zu riechen. Ja. Pitti hier drauf? Sieht sehr vielversprechend aus. Ich lüge. Bis jetzt? Das, ja, ich sehe das schon. Ich sehe das schon. Warte, das wird spannend, du. Das wird spannend. Ja. Einmal mittig hier in den Wix, einmal reingucken. Ach, hier stinkt's. Na, dann gucken wir uns den Schatz mal an. Sieht ja schon ein bisschen vergewaltigt aus, ne? Schon sehr, sehr speziell aus, sag mal. Ja. Ich brauch das Ding nur annehmen, da fällt die Hälfte raus, weiß ich jetzt schon. Ja, langsam nach hinten fassen, oder wie war der noch? Hat irgendwie so ein bisschen rauchigen Duft, aber mehr so ein Kratzen im Hals, ey. Du musst die Drei-Finger-Spalttechnik anwenden, wie Colin. Hm. Oh, viel breiter darf der auch nicht sein, da kann man ja gar nicht mehr reinbeißen. Ja, viel Platz ist ja nicht mehr. Renkt man sich ja den Kiefer aus. So schlecht scheint es ja nicht zu sein. Trocken. Das Brötchen. Ja, du lässt ja auch die ganze Soße auf den Teller runterlaufen. Ja, wärmer genug. Ja, große Bissen nehmen. Ich habe jetzt hier, wie man sieht, einen Großteil nur Brötchen. Jetzt hör doch gut hier. Ja. Man kann einen Burger nicht ohne Sauerei essen. Nee. Das ist einfach so. Das gehört dazu. Es sei denn, die Leute essen das mit Messer und Gabel, aber Burger gehört einfach nicht mit Messer und Gabel gegessen. Habe ich früher schon in der Lokalität gehabt, wenn die Leute sich ein halbes Hähnchen bestellt haben und haben das mit Messer und Gabel gegessen. Das geht auch nicht. Ach so, ja. Meine Meinung zu. Ich bin jetzt total ausgeblendet, die Nummer. Ja.
Ja. Das Kack-Video wieder so lang laufen, da kann man sich wieder so eine Scheiß-Premiere wieder 10 Stunden lang angucken. Also. Er ist so ergriffen von dem Essen, er fällt gar nichts an zu ein. Dann fängt er noch an zu weinen. Das kann ich nicht. Ja, ist die Scheiße, ich hätte selber welche machen sollen. Ohne Sesam. Ja, so als Vorspeise reicht das jetzt. Jetzt bestelle ich mein Hauptgericht. Pass. Das bisschen Tomate, was er drauf hatte, liegt auch alles daneben. Nur gar nicht wahr. Fotze. Alles für den Arsch, ey. Jetzt kann er sich noch einen Löffel holen, das ist Burgersuppe dann. Mal rein damit. Mann. Ja? Das ist der Grund, warum ich sowas nicht in der Öffentlichkeit essen möchte. Mir sieht das ja noch schlimmer aus, wie man ja schon öfters gesehen hat. Also, damit wir mal ein Ende finden, weil Digi Dodel immer dazwischen quatscht und dann muss ich mal von vorne anfangen. Also, wir haben jetzt das Black Angus Butchers by Penny Black Angus Rind Burger Patties. Was auch wieder ein lang, ne? Also, in der Pfanne füllte sich da. Ich muss mit dem Rauchlauf. Also eine Pfanne fühlte sich dann an wie ein Lederbeutel. Du warst zum Glück jetzt aber nicht. Also, es ist interessanterweise, ich habe es jetzt ja in eine Pfanne gemacht, habt ihr gesehen? 6 bis 8 Minuten von jeder Seite. Ich habe 7,5 Minuten pro Seite. Also wir haben, ne, das sieht man im Video ja eigentlich, ne? 13, 14 Minuten haben wir. Also, wenn das in der, also jetzt, kann ich, wenn ich sagen kann, von der Pfanne aus, beide Seiten sind knusprig gewesen. Das Fleisch war saftig, also es war auch nicht besonders, war nicht wirklich trocken, wie man das so kennt bei den Burger Patties. Das Lederige war nicht da, womit ich gerechnet hatte. Also es war nicht lederig, konntest das sauber abbeißen, sauber kauen, als hättest du halt eine Hartmasse. Ein bisschen straff, aber halt nicht so lederig, wie man das halt von den Fertig-Patties kennt. Und geschmackstechnisch. Es ist gewürzt, aber wenig. Aber der Fleischgeschmack selber ist gut. Und gegenüber dem Standard-Scheiß, den du halt kriegst, ist das echt nicht schlecht. Preislich ist es halt, wenn du 2,50 für 250 Gramm hast. Dann hast du 10 Euro das Kilo, ne? Oder nicht?
Also 10 Euro Kilopreis bei Black Angus Rind, was wahrscheinlich sowieso nur Rezeptorenfleisch vom Black Angus Rind sein wird. Aber es ist Black Angus Fleisch oder jemand anderes. Und ja, da würde ich normal essen. Zum Glück habe ich ja noch ein Patty übrig. Kann ich mir sowas nochmal machen innerhalb der nächsten Tage, sonst muss ich die Burgerbrötchen wieder wegwerfen, das wollen wir ja auch nicht. Aber bis dahin besorge ich mir dann noch Zwiebeln. Also frische Zwiebel, ne? Würde ich sagen. So. Da ist Hundi. Hundi, sag mal tschüss, tschüss. Sag mal. Sag mal, verpisst euch hier. Na los. Sag es. Sag es. Sag es. Nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren.